So, einmal klatschen. Danke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter tatsächlich mal mit der RS4 Limo. Das heißt, nein, es geht nicht mit der Karosse weiter. Mit der Karosse wird es erst weitergehen, wenn die neue Werkstatt fertig ist. Da wird massiv umgebaut. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Mehr kann und will ich zur Sekunde noch nicht verraten, weil ich nämlich auch noch gar nicht final weiß, wie es dann wirklich werden wird. Fakt ist, hoffentlich genug Platz, dass man wirklich mal einfach alle Autos da stehen hat und einfach mal wieder mit Grinsen abends um 22 Uhr, vorher bin ich mich nie fertig, zur Halle fährt, anhält und sie sagt so, jetzt habe ich nochmal Bock, 3-4 Stunden zu schrauben, weil geile Musik, schön warm, schöne Beleuchtung, schöne Autos, schönes Werkzeug, das auch mal wieder Spaß macht. So, wir arbeiten aber dran und es wird kommen. Damit wir bis dahin die Zeit nicht komplett einfach verstreichen lassen, weil bekanntlicherweise PS Days ist nicht mehr so lange hin, machen wir mit allen Baustellen weiter. Deswegen sind wir heute bei Tom. Eigentlich war ich schon da. Moin. Wir haben nur nicht mehr geschafft, als die Busbremse hinten zu machen. Ne? Aber die hatten die, es war auch wirklich notwendig. Ja. Also ich behaupte, ich wäre nicht mehr nach Hause gekommen. Wir wollen heute, obwohl wir es schon mehrfach gemacht haben, wird dieses ein bisschen anders, ein Gestell bauen, wo alles, was hier liegt, darauf kommt. So, das heißt, Vorderachse, Getriebe, Motorblock, Ölwanne, Motorhalter, Längsträger. Die können wir da tatsächlich sogar draufschrauben am Ende. Das heißt, am Ende wird... Jetzt muss ich mal gucken, das ist diese Seite. Ne, wenn wir so vorm Auto stehen, das ist diese Seite. So, am Ende können wir hier sogar diesen Längsträger rausschrauben. So. Links, rechts, vorne, hinten. Mhm. Und dann haben wir ein... Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ölwanne. Ne, wir wollten noch eine Anhängerkupplung am Ende. Am Ende ranmachen, weil diese fetten Räder kommen da auch noch runter. Und dann wird das der neue 2.7er Biturbo Motorständer, der rollbar durch die Gegend fährt. Guck mal, das ist so ein bisschen wie hier aus Amiland die Spinner. Weißt du, die Radkappen, die standen, wenn das Rad sich gedreht hat. Nein, das soll ein Wagen werden, wo wir alles, was sonst am Auto gebaut werden müsste, hier gebaut wird. Das heißt, wir können am Ende Ladeluftkühler ranmachen, Schlossträger und dann kann man komplett hier, weil wir werden es nachher sehen. Das heißt, wenn alles gut läuft, werden wir in diesem Video am Ende wirklich das erste Mal unseren Motor zusammen haben, den Dummy-Motor, und werden sehen, wie hier Turbolader sitzen, wie man an die Leitung rankommt, Motorlager, müssen wir andere bauen, Motorhalter und so weiter, weil mit der Trockensumpf bekanntlichermaßen das ja auch noch ein Spaß wird. Ja. So. Leitungen. Ja, Leitung ist auch das geringste Problem, sondern erstmal, ob diese Ölwanne hier überhaupt passt. Ja, bau die so stark auf. Nur, hier ist halt original nicht viel Platz. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Deswegen ist das mit dem, wir bauen den Motorständer auch schön massiv und schön hoch, dass wir das Ding zur Not 1:1 auf eine Messe schieben können, dass wir an diesem Motorständer den Kabelbaum bauen können. Und wenn alles gut läuft, dieser Motorständer so stabil ist, dass man den Motor gleich laufen lassen kann auf dem Ständer, das wäre mein Volltraum. Und dann nämlich den 1:1 zum Motorenprüfstand schieben und vielleicht den Motor auch auf dem Motorenprüfstand fertig machen. Mhm. Das wäre mein Traum. So, das machen wir heute. Deswegen wie immer 40-40 mal 2 Edelstahl. Ich weiß nicht, wie viele Meter wir davon da mittlerweile schon durchgezogen haben. Ne? Ist ja auf jeden Fall. Ich finde es aber bis heute noch... Mares, Lambo. Ich finde es immer noch relativ preisgünstig immer. Mhm. Man sagt immer Edelstahl, so schweineteuer. Ja, was soll das jetzt hier sein? Ich glaube, so, so eine Stange liegt bei 20 Euro in dem Dreh. Nee, weniger. Weniger? Ich glaub, weniger? Ja, doch, ein bisschen teurer schon geworden. Okay. Ein bisschen teurer schon geworden, aber, also klar, Versandkosten, ne, darf man auch mal nicht vergessen. Aber es ist halt einfach, natürlich könnte man jetzt auch statt, man könnte auch die Hälfte ausgeben, hat dann irgendeinen Stahl. Mhm. Ja. Und steht scheiße aus dem Gammel. Ja, dann steht das Ding doch mal irgendwo auf dem Messestand, wie auch immer, musst du wieder pulvern. Ja, alleine angrabbeln, ne? Reicht das schon? Angrabbeln, da bin ich ja Profi drin. Wie man wieder sieht. Deswegen, nee, nee. Pass auf. Als allererstes müssen wir den Unterrahmen bauen. Da brauchen wir mal einen Zöllner für. Und müssen uns mal entscheiden, einmal, wie wir das machen. Weil ich würde das gerne so bauen, dass der Rollwagen danach sowohl mit Achse als auch ohne Achse einsetzbar ist. Das ist falsch formuliert. Ja, doch, schon. Wir bauen es jetzt erstmal mit Achse, weil es für uns jetzt gerade natürlich mit Achse am entscheidendsten ist. Später würde ich allerdings einen Zusatz anbauen, dass das Ganze auf den Motorlagern steht, dass ich den Motor auch rausnehme
Also da, quasi nochmal ein Gestell bauen, was als Achse dient. Nee, nicht ein Gestell, sondern pass auf, ich zeig dir das, wie ich mir das überlegt habe. Ich meine, was nochmal da drauf kommt eigentlich. Pass auf. Bei diesem Fachzeug ist es ja folgendermaßen. Hier gibt es übrigens so eine Zentrierung, wo alle Punkte übereinander immer kommen. So. Das heißt, der Motor sitzt hier am Ende, jetzt übertrieben gesagt, hier drauf. Und hier drauf. Auf dieser Platte. Und auf dieser Platte sitzt am Ende Motor mit Getriebe. Das heißt, wir bauen es jetzt erstmal, dass der ganze Rahmen auf der Achse liegt. Mhm. Wenn dann alles fertig ist und wir quasi das Ganze später mal ohne Achse montieren wollen, machen wir einfach auf das Gestell noch zwei weitere Punkte, die quasi genau dieser Punkt ist. Ja. Wo dieser Punkt ist. Das heißt, die schrauben wir dann einfach mit zwei Laschen drauf, dass man draufschrauben kann und das Gestell genauso zur Not halt auch nur für Motor nutzen kann. Ja. Weil natürlich diese ganze Anpasserei machen wir jetzt natürlich nur einmal. Und später braucht man das ja gar nicht mehr hier mit Längsträgern und allem. Ne? Ich ärgere mich mittlerweile. Also ganz ehrlich, wir haben ja noch diesen einen Schlachter auf dem Hof stehen. Den A4. Ja, den ich nur gekauft hatte für die Recaro Rücksitzbank. Ich glaube, da werden wir leider mit dem Schweißbrenner nochmal durchgehen. Weil es gibt noch eine Steigerung, das werdet ihr aber am Ende sehen. Das ist hier schon cool, aber noch besser wäre halt gewesen, wenn hier die Spritzwand noch dran ist. Ja. Wenn hier jetzt die Spritzwand gerade noch mit lang gehen würde, dann könnte man nämlich komplett alles Ansaugbrücke, Leitung und so weiter bauen. Das kann man hier auf gut Glück bauen. Also die Spritzwand kommt eigentlich so. Mhm. Die sitzt dann ungefähr hier. Da sieht man mal, wie weit hinten dieser Achskörper eigentlich in der Corsi ist. Ich habe mich auch gerade gewundert. Ja, ja, das heißt, da wir aber als formgebendes Teil die Achse haben, die wird ja auch immer so bleiben, können wir danach ohne Probleme auch einen Vorderwagen, den wir einmal zersägt haben, da vielleicht einfach drauf schrauben und haben den ganzen Vorderwagen. Ja. So, für uns jetzt erstmal wichtig jetzt gerade ist Leitung zum Turbolader, Downpipes, die gehen nämlich genau hier durch, Ansaugungen und Druckrohre, dafür ist es perfekt. Das heißt, ich würde sagen, wir nutzen, um die Achse zu stellen, einmal hier hinten diese schönen Platten, die an dieser Achse angeschweißt sind, als wenn sie genau dafür gemacht sind. Hier würde ich sagen, stellen wir die rauf. Und dann machen wir uns hier einen Punkt, würde ich sagen, wo wir die Achse draufstellen. Ja, ich würde einfach, weil wir faul sind, in der Flucht gehen. Weißt du, dass wir den Rahmen einfach in der Breite drunter bauen. In der Flucht, hier drunter, irgendwo. Ja. Ich würde aber trotzdem, damit das Ganze nicht nach vorne kippt, weil wenn wir irgendwann auf den Motorlagerpunkt gehen, werden wir hier nochmal hingehen, würde ich das Ganze schon so bis hier lang bauen. Jo. So, das heißt, wir brauchen ein Gestell mit einer Breite von 55 und Länge, ich würde jetzt nach hinten hin auch ein bisschen länger gehen. Wollen wir das einfach, Getriebe auch noch, ne? Ist auch wollen wir das hier stumpf einfach aneinander tackern oder kann deine... Deine Parkside 2.0 hier auf Gärung. Ja, auf Gärung. Echt Gärung? Okay. Ja. Alles klar. Das heißt, wie ihr es kennt, vier Rohre aneinander, Räder drunter und erstmal schnell ein Gestell. Ja. Single! Ganz einfach. Alter, jetzt sieht das über den blanken Boden, Alter. Ja. Ganz einfach, aber sieht immer wieder geil aus, ne? 100% gerade, würde ich sagen. Ja, aber der Boden ist auch nicht 100%ig, ne? Das habe ich vergessen. Ich glaube, ich habe hier noch Streben rein. Warum? Ist geiler. Nein. Ich werde nie diese Diskussion bei dem Lambo-Motor vergessen, wo wir den einfach so hingestellt hatten und die Leute meinten, so, der knickt so um. Mhm. Jeder, der schon mal 40x40 mit 2 mm aneinander geschweißt hat, weiß, wie viel Kraft das ab kann, bis das umfällt. So, pass auf. Ich finde so Gestelle immer wieder geil. Jetzt gucken wir mal, ob wir richtig gemessen haben. Hm. Passt sogar. Muss ich auf jeden Fall erstmal überlegen, wie der Motor da drin sitzt. Wie der da sitzt? Ich vergesse immer wieder, dass das hier hinten ja schon... Ja, wie so ein V6 halt sitzt, ne? Quer mit Getriebe an der Hinterachse. Stimmt, genau so war das. Du siehst ja, der sitzt nämlich so weit vorne, der Motor. Mhm. Ja, jetzt müssen wir noch einmal die Höhe definieren, weil dann wollen wir hier einfach einen Vierkant drauf, wo die beiden Aufnahmen draufstehen. Und vorne machen wir einen gleichen mit so einer Art Pfanne, wo es aber nur drin liegt. Ne? Das ist wie beim Trockenbau, ne? Unter einem Zenti gibt es ja gar kein Maß. so eine 50.
Also das ist jetzt nicht 50, aber so 50er Schale oder sowas. Ja, genau. 50 bis 55 brauchen wir. Mhm. Aber wir machen hinten erstmal 240er und dann schrauben wir es mal drauf. Also, die ersten beiden Halter sind dran. Da kommt das Ganze jetzt so drauf. Zack. So. Ich schalte noch aus der Stelzen noch. Und jetzt haben wir noch zwei passende gebohrt, die hier auch drunter kommen. Lass mal runter. Ja, es geht ja nur erstmal darum, wo sie grob sitzen. Falls ihr kein Lineal parat habt für 90 Grad Winkel, kann man noch mal die gute Bremse an der Dose nehmen. Wichtig ist nur, dass man sie vorm Schweißen wieder wegnimmt. Kann ich? Ja. So, jetzt messen wir lieber erstmal einmal nochmal nach. Denkt dran, wer viel misst, misst viel Mist, ne? Genau, wir hätten es nämlich gerade falsch gemacht. Sicher? Ja. Haben wir die nicht gerade angeschweißt? Ne, die. Jetzt gibt es noch einen kleinen Sahara-Trick hier, wenn ihr den Radius von so einem Ding einfach größer kriegen wollt. Wirklich ganz einfach. Einfach nur Schraubstock einspannen, festziehen. Und immer wieder ein bisschen weiter drehen. Dann drückt sich der Radius immer weiter. So, jetzt liegt das hier vorne auf jeden Fall schön drauf. Das heißt, du kannst es jetzt hier einmal anschweißen. Hier noch ein paar Gewinde rein, dass wir es festschrauben können. Jetzt so schon. Ja, wenn wir es jetzt hier festschrauben mit zwei Schrauben, dann sitzt das. Kannst du mir nicht weg. So, pass auf, jetzt schieben wir mal rüber den Kollegen. So. Das heißt, der Kollege kommt hier. Nicht mal am KTL gewesen. Ja, die liegen so lange im Keller. Da kannte ich Kollege Schwan noch gar nicht. Ja, ich hätte auch zugetraut, dass du kurz vorhin fährst. Ja, bis zum nächsten Video ist das Ding im Bad gewesen. Hast du Schrauben davon? Ja. Alter, hast du neue Schrauben? Ja. Ja, die schon mal. Ja, ich habe beim Autos zerlegen gewisse Schrauben, die ich eh immer neu mache, direkt in den Müll geschmissen. Achso, okay. Damit man gar nicht erst in Versuchung kommt, die zu lassen, weißt du? Mhm. Willst du eine dicke Unterlegscheibe haben oder hast du? Nee, brauche ich nicht. Gut. Achtung, halt mal ein bisschen fest. Mhm. Morgen schon mal einen Termin zur Achsvermessung machen. Ne? Ja, du kannst hinten rein. Ja, aber weißt du noch, was das hier war? Aus R4 oder aus S4? Das weiß ich gar nicht mehr. Ah nee, das hast du gerade letztens gesagt, S4, glaube ich. R4, glaube ich. Ich weiß wirklich, ich würde auch sagen, R4 hat auf jeden Fall einen Unfaller. So, jetzt kannst du hinten reinrennen. Festmachen? Warte mal. Mal ein bisschen lose. Ich wollte mal einmal gucken, wie viel. Tschung. Man muss so eng machen, wie es geht, dass es auf jeden Fall passt. Ja. Was für ein Trompetendeck das eigentlich ist, ne? Ah. Motorlage 034 Motorsport. Die ist schon mal gefahren, ne? Ja. Weil das Coole ist, zeige ich euch. Original Motorlager. Reißen hier ständig kaputt. Was mich am meisten aber immer genervt hat, ist zum Motor ein- und Ausbau dieser Stehbolzen. Weil der sitzt so hier drin. Jo, der nervt übelst. Das heißt, wenn ich den Motor, du musst den Motor so hochheben, um dann rauszuziehen. Das Ding kannst du einfach draufsetzen, zurechtschieben, Schraube durchdrehen. Und ist billet. Das kommt noch dazu. Was mir persönlich sehr wichtig ist. Sieht halt schon ganz cool aus, ne? Haben halt auch deutlich weniger Spiel. Was halt bei denen cool ist, zwei Alu-Teile mit einer Querlenkerbuchse in der Mitte. Das heißt, die kann man auch zur Not noch so verdrehen, dass das, also du kannst sie theoretisch härter machen, indem du sie verdrehst. Mhm.
Weil wenn die zueinander stehen, kann der Motor natürlich mehr kippen, als wenn du sie leicht verdrehst. Weil dann verspannen die sich ja in dem Moment, wenn der Motor kippelt. Das heißt, du kannst sie theoretisch, wenn du willst, so ein bisschen härter drehen. Du hast ja alles in jeden Scheiß damals ausprobiert. Hast du das krass gemerkt? Ja, die anderen sind halt immer kaputt gegangen, ne? Das war eher das Problem. Ja, aber auch vibrationenmäßig im Innenraum, also? Ja, nee. Also, oder war das schon die Leistungsstufe, wo du gesagt hast, nee, also egal. Die Getriebelager werde ich zum Beispiel später gar nicht fahren, weil das ist halt wirklich so ein Hard-PU-Lager drin. Mhm. Und dann vibriert wirklich alles, du hörst alles. Also das ist dann schon. Das ist dann schon nervig. Aber hast du nicht die Originalen einfach mal zugeschmiert? Ja, genau. Ich nehme immer Originale, die mache ich mit Scheibenkleber zufällig. Und vorne diese. Mhm. So. Jetzt können wir Motor einstecken hier. So, du musst leider da mal ein bisschen festhalten, weil. Wow. Weil ein Teil habe ich nämlich vergessen. Getriebelager. Genau, ich habe 4 eingepackt. Wovon 2 leider auch nochmal wieder Motorhalter waren. Sieht irgendwie schon mal geil aus. Willst du nicht? Jetzt noch einen Recaro hinnehmen. Und Gaspedal. Naja, aber jetzt sieht man mal, wie. Wenig Platz da ist. Wie wenig Platz da so zu den Downpipes und allem ist, ne? Mhm. Vergiss nicht, dass hier immer noch die Lager fehlen, die Halter fehlen, ne? Ja, yeah, hier kommt mal ein Getriebehalter, dann sitzt er schön. Und ich kriege auch schon ein bisschen schlechte Laune, wenn ich sehe, wie wenig Platz hier zur Achse ist. Hier kommt ja erst noch mal meine 25 mm Platte. Oh jo, stimmt. Da kommt ja erst noch die Verschleifungsplatte. Und genau damit wir das alles so testen können, machen wir es lieber so und nicht anders. Aber die Ölwanne ist, glaube ich, dünner, ne? Mit der. Ja, die ist auch. Nee, jein. Die ist in Summe dünner, aber an der dünnsten Stelle dicker. Weil die einfach nur gerade ist, ne? Lange Rede, pass auf, jetzt Köpfe drauf und dann einmal Laderkrümmer. Ich will einmal Laderkrümmer hier drauf. Hast du mit? Ja, sicher. Na, sicher. Ganz wichtig. Zylinderkopfdichtung. Ja. Und ganz wichtig auch die guten Pro-Serie-Stehbolzen. Du kannst eigentlich schon mal den Zylinderkopf da. Ärgert mich echt, dass ich diese falschen Getriebehalter gegriffen habe. Das sieht jetzt hier so unprofessionell aus. Aber eigentlich ist dieser Halter so dermaßen massiv, dass man natürlich diesen Spanngurt nicht braucht und das eigentlich gerade. Also wir bauen das Ganze gerade, damit es mal wackelfrei in geil da steht. Und nicht so. Ja, ohne Halter schwierig, ne? Nicht so provisorisch, ne? Ja. Mal gucken, ob wir nicht hier eh wieder. Was ist für deine Seite? Die Seite. Oh, hast du recht. Wollte ich doch gleich wieder anfangen und alles andersrum anbauen und den Kopf wieder abziehen? Ah, ich glaube, so wird's kommen. Ja, ne? Ja. Ja, ne? Müssen wir mit Kopf dran stecken. Selbst dann könnte es. Selbst dann wird's schwierig, ne? Zieh mal den Kopf hoch. Das Problem ist glaube ich, es wird ein ganz anderes Problem sein. Dass sie so die Köpfe nicht aufkriegen? Genau, dass man den ganzen Motor mit allem immer reinstecken muss. Alter. Ich weiß auf jeden Fall, warum du Köpfe mit Lager abgenommen hast. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Folgendes machen. Voll Stehbolzen aus? Ja. Schade, dass die Hülsen nicht drin sind. Warte. Wollen wir jetzt den draufdrehen? Nee, also nimm du mal raus. Ich halte hier so lange. Voll die Amateure, Alter. Aber wenn man das einfach so geil drauf, man muss das jetzt genau so zusammenschrauben. So, also wenn der Ton jetzt gerade schlechter geworden ist, sind die Tonspuren gerade leise. Ja, okay, ich sehe schon das erste Problem. Dass die Zellkopfdichtung verschoben ist? Nein, also wir kommen gar nicht weit genug runter. Noch, das muss gehen. Nein, hier. Aber sind das nicht deine alten Krümmer und abgehen ab? Ja, aber du siehst ja, dass es nicht passt. Krass. Du, was soll ich dir sagen? Also, wie gesagt, dieses Setup so mit externen Wastegates zur Ladedruckregelung links, rechts, bin ich so noch nie gefahren. Mhm. Quasi das wollte erste. Damals, ne? Genau. Und ganz wichtig war, als das so konstruiert wurde, dass ich halt eingebautes Getriebe noch rauskriege. Weil ich hatte damals halt so viele Probleme immer mit Getrieben, dass ich die schon regelmäßig am Tauschen war. Das ist eigentlich endlos gewinnen hier. Regelmäßig am Tauschen war. Loslassen? Ja. Regelmäßig am Tauschen war.
Deswegen war wichtig, dass man hier zwischendran vorbei das Getriebe rauskriegt. Und da siehst du ja, wie bescheiden das ist. Leute, vergiss das immer krass, wie eng das sein wird, ne? Genau. So, dann die ganze Verrohrung, Temperatur, Druck, jeden Zylinder nochmal Temperatur. Da kommt nochmal das Wasserrohr zwischen. So wirst du so jetzt wahrscheinlich schon wieder gar nicht mehr reinkriegen. Muss nee, glaube ich. Nee, doch, geht schon. Check da mal rein. Ja. Dann muss ich dir noch manchmal da rein. Zack. Bisschen. Selbst das passt mit Racekits nicht. Und das ist der Grund, warum wir jetzt... Doch, es wird schon passen. Es geht noch ein paar Minuten da rein. Ja, aber... Vielleicht gerade so. Nee, hier liegt der definitiv an. Ah, oh, okay. Also, es mag sein, dass das wirklich auf einen Millimeter dazwischen geht, aber... Oh, da ist ein Schrau drin. Was siehst du? Ich hab gerissen, oder? Ah, ja, ja. Deswegen. Aber das kann ich unmöglich später so bauen, weil das natürlich... Ich muss ja in die Leitung mit so rankommen. Ja, Katastrophe im Auto. Das heißt eigentlich... Jetzt kommen wir nämlich zu dem Ende von diesem Video. Ist dieser Wagen jetzt dafür da, dass man das alles entspannt bauen kann? So, das heißt, man kann jetzt anfangen, kann das Wasserrohr neu bauen, kann die Wasserverrohrung zu den Wastegates, zu den Turboladern, Druckluftverrohrung, das muss ja alles noch gebaut werden. Dann kommt Ansaugbrücke drauf, dann die Ölwanne vorne, dann die Hosenrohre hier runter. Das sind ja noch 1 Million Baustellen. So, dann, wenn er von hier vorne reinguckt, kommen ja noch die Ansaugrohre durch. Da hat Phil uns schon diese 76er Trichter gedreht, die hier reinkommen. So, das wird zum Beispiel schon mal, ja. Also wenn wir den Motorhalter so lassen, wird das auch schon wieder eng. Wenn du von vorne mal so reinfilmst, sieht man, dass hier eigentlich schon, dass sich die Parallelen hier schneiden würden. Und hier ist genau. Und hier ist eigentlich auch so. Genau, das heißt, eigentlich müsste man mehr so einen Halter bauen, der so ist. Ja. Das heißt, ein Halter, der mehr aus Platten besteht. Andererseits... Ja, plus Thema Ölwanne. Aber alles in allem, muss ich sagen, wenn man so von hinten drauf guckt, das ist schon, es besteht ja bald aus mehr Krümmer Wastegate Turbolader als eigentlich Motor. Ist einfach so, das motiviert mich natürlich schon, das jetzt alles fertig zu bauen. Aber jetzt kommen die Arbeiten, die halt wirklich perfekt on point sein müssen. Weil, wie ihr seht, sieht man hier später im Auto wirklich gar nichts von. Das heißt, alles, was hier jetzt gebaut wird, muss einfach perfekt funktionieren. Weil ihr habt eingebaut später keine Chance, da nur irgendwie dran rumzufummeln. Deswegen, ja, haben wir jetzt noch ein paar Baustellen vor uns. Ha. Danke, Tom, für die Hilfe und für Schweißen. Gerne. Ich sag immer wieder, 200 Euro Material und ihr macht euch das Leben so viel einfacher, weil wir können jetzt dieses Ding, so wie es hier steht, nach da schieben, in den Bus hinten reinschieben. Allein die Kopfschmerzen aus der Karosse einen ausbauen. So, überall. Ihr habt ja schon gesehen, wie zeitfressend es dann doch gerade war, es hier schon nur zusammenzustecken. Dann wisst ihr, wie das an einem perfekt neu lackierten Auto und so weiter. Ne? Deswegen, wir bauen das jetzt in den nächsten Wochen. Das können wir nämlich auch perfekt mal hier, mal da und so weiter. Bauen das hier alles fertig. Ich denke mal, das sind mindestens 2 Monate Arbeit ohne Probleme. Jo. Bis man das alles hat, weil man muss halt wirklich jede Leitung biegen. Und... Ja, um euch auf dieser Reise einfach mitzunehmen, haben wir diesen Wagen gebaut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eine Kleinigkeit noch, der Motor steht noch immer bei David Motorentechnik, weil ich habe mir überlegt, ich lasse mir noch mal eine Kopfdichtung anfertigen, was ganz speziell ist. Nicht wegen Verdichtung oder so, sondern auch da gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Da gehen wir im nächsten Video bei David Motorentechnik aber auch noch mal drauf ein. Ich bin wirklich auf diese Kopfdichtung gespannt.